Letzte Woche habe ich einen alten Spruch gepostet. Tue Gutes, rede darüber und verdiene damit. Die ersten beiden Zeilen sind ja bekannt. Die dritte ist meine Ergänzung. Tue Gutes und rede darüber ist übrigens ein Buchtitel aus den 60er Jahren. Dieses Buch handelt von Vertrauenswerbung und so ist dieser Titel innerhalb eines halben Jahrhunderts zum geflügelten Wort für Public Relation geworden. Das Gegenteil von diesem Tipp ist leider die Nachhaltigkeitsfalle, in die leider in den letzten 15 Jahren sehr viele wunderbare Unternehmen getappt sind. Und auch ich war da keine Ausnahme. Die Geschichte möchte ich kurz erzählen. 2007 habe ich meinen Malerbetrieb nach ökologischen Gesichtspunkten ausgerichtet. Wir sind innerlich und auch optisch grün geworden. Haben sogar innerhalb von 2 Jahren den CO2-Ausstoß unseres Betriebes um über 50% reduziert und haben sämtliche nationale Nachhaltigkeitsauszeichnungen erhalten und sogar international bei den Awards voll abgeräumt. Sogar von der Europäischen Kommission in Brüssel wurden wir als erster klimaneutraler Malerbetrieb Europas ausgezeichnet. Wir hatten jede Menge Presseartikel und auch der ORF hat mehrere Beiträge über unseren Betrieb zu sehr guter Sendezeit gebracht. Wenn man das alles bezahlen hätte müssen, hätten 500.000 Euro hätten nicht gereicht. Und was glaubt ihr? Hat mich das meinen Wunschkunden näher gebracht? Nö. Bei uns im Land ist der Himmel blau und die Wiese grün. Ein CO2-neutraler Malerbetrieb hat kaum jemand interessiert. Der Anteil an ökologischen Kunden war damals, so vor 6 bis 7 Jahren, nicht mehr als 10%. Also wir hatten wirklich jede Menge PR und haben wirklich gute ökologische Dienstleistungen erbracht und trotzdem den Markt nicht erobert, wie wir uns das gewünscht haben. Warum das so war, habe ich in einem Positionierungsprojekt 2013 mit Norbert Paul Ulbing erfahren. Dieser Experte hat mir die Augen geöffnet, und zwar, dass uns eine klare Positionierung mit Kundennutzen gefehlt hat. So haben wir in einem mehrmonatigen Prozess die Positionierung "Wir lassen Ihre Wände wieder atmen" geschaffen. Seit 2014 sind wir damit auf dem Markt und seither ist es uns gelungen, den Anteil an ökologischen Kunden von 10 auf 80% zu erhöhen. Das ist wirklich gewaltig. Jetzt haben wir diese Kunden, die wir uns schon so lange gewünscht hatten, und können die besten Produkte für gesundes Raumklima und beständige ungiftige Fassaden verkaufen. Die Auftragsbücher sind randvoll und unser Betrieb wächst von Jahr zu Jahr. Also eine wirkliche Erfolgsgeschichte mit unseren atmenden Wänden. So, und jetzt zum Problem. Es gibt so viele Kollegen, die machen auch wunderbare Arbeit, verwenden super Produkte und verstehen, dass wir mehr für Wohngesundheit und Ökologie unternehmen müssen. Auch sie richten ihren Betrieb nach ökologischen Grundsätzen aus und warten. Warten, dass dies der Kunde gutiert. Warten, dass der Markt darauf reagiert. Das tut er aber nicht. Er tut es nicht von alleine. Man muss eine gute Positionierung und Marktnische finden und den Kunden auch emotional berühren und ihm Nutzen bieten. Mit dem richtigen Kundennutzen kann man dann schon mal die Rakete so zünden und abgehen wie mit unseren atmenden Wänden. Wir schonen die Umwelt, dienen der Gesellschaft, weil wir sogar klimaneutral sind und bieten unseren Kunden enormen persönlichen messbaren Nutzen durch eine Verbesserung ihres Raumklimas. Und genau dieses System wollen wir auch unseren Kollegen anbieten. Wir nennen das Markenpartnerschaft atmende Wände. So, und jetzt noch für die ganz Schlauen, die immer schreien: Achtung, Abzocke, der will euch nur etwas verkaufen. Du kannst natürlich auch selbst, so wie wir, circa mal 200.000 Euro in Positionierung und Markenaufbau investieren. Dann musst du nur noch hoffen, dass deine Marke am Markt auch so gut ankommt wie unsere. Wir investieren zudem laufend auch nochmal jährlich über 30.000 Euro in PR-Maßnahmen, wissenschaftliche Forschung und Entwicklung von digitalen Werkzeugen für unsere Markenpartner. Das alles bieten wir zu einem Bruchteil der Gesamtkosten unseren Markenpartnern an und begleiten diese mit einem Expertenteam.
Die ersten 3 Jahre in der Umsetzung der gemeinsamen Positionierung, das ist einmalig in unserer Branche und garantiert dir auch den finanziellen Erfolg, der für nachhaltige Firmen ebenfalls wichtig ist. Wir wollen ja nicht in Schönheit sterben, sondern mit Spaß und Sinn so richtige Erfolge feiern. Wir können garantieren, wenn du unser System übernimmst, dann wird sich deine Investition in unsere Partnerschaft schon im ersten Jahr amortisieren und du wirst deine Deckungsbeiträge ordentlich steigern. Das beweisen die Rückmeldungen der ersten Markenpartner anschaulich. Also fürchte dich nicht vor einer Abzocke, sondern schau dir das mal an, was wir zu bieten haben. Schreib mir ein E-Mail oder eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder YouTube und du erhältst alle Informationen über unsere Markenpartnerschaft. Wir sehen uns nächste Woche wieder, weil wir machen Maler wirklich erfolgreich. Ciao!